Ja, servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gehen wir auf den großen Dreitan, einen der höheren Berge im Mangfallgebirge oberhalb des Sudelfelds, und wir starten hier an der Rosengasse auf 1075 Meter. Zur Anfahrt und Informationen zur Rosengasse habt ihr auf meinem Video Rosengasse wandern im Winter. Da habe ich schon mal einiges eingestellt. Wichtig ist hier wirklich dran zu denken, der Parkautomat nimmt nur Münzgeld, 4 Euro das Tagesticket. Bei dieser Parkuhr kein ParkNow, auch keine andere Parkgebühren-App, keine Kartenzahlung möglich, keine Scheine möglich, kein Wechselgeld möglich. Ihr müsst wirklich hier passend 4 Euro mitbringen. Das ist ein sogenannter Andertaler. Ja, und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt hier vom Gasthof der Rosengasse hoch an dieser kleinen Kapelle vorbei. Und da geht es Richtung Kranzlerhütte. Ja, traumhaftes Wetter haben wir und das wird eine schöne Tour werden. So, nach 10 Minuten kommen wir an den Abzweig, ausgeschildert, und da ist auch schon die Kranzlerhütte. Oh, hinter der Hütte geht der Weg da schräg hoch, da ist die nächste Ausschilderung und da geht es dann auch schon wieder rechts rum. Ja, da unten von der Kranzlerhütte kommend führt uns unser Weg jetzt hier oberhalb von diesem großen Stein vorbei. Der Weg zum großen Dreitan führt aber erstmal in diesen Hang rein. Ungefähr auf der Mitte dieses Hanges geht es an diesem Stein vorbei und hier bei den Bäumen geht es dann in das Wäldchen rein. Achtet da auf die Markierung. So, aus diesem Stück Wald sind wir jetzt raus. Das Gelände ist auch jetzt eher mehr ein Steig, steiniger Trampelpfad, bisschen Trittsicherheit, aber gutes Gehgelände, nichts Ausgesetztes. Jetzt wird es hier unterhalb dieses kleinen Felsenbandes etwas lichter und das queren wir jetzt einmal. Ja, hier hat der Winter schon seine Spuren hinterlassen. Nachdem wir jetzt diesen Hang gequert haben, kommen wir hier zu dieser Mini-Kraxelei. So, seht ihr, hier habt ihr die zwei Stufen. Da geht sie einmal drauf, einmal festhalten am Fels und schon seid ihr oben. Ja, das Gelände ist jetzt eines Steigs würdig. Bisschen wurzelig, felsig. Und da es hier lange im Schatten liegt, bisschen glitschig. Also man muss halt schon immer gut schauen, wo man hintritt. Aber nach wie vor leichtes Gehgelände. So Leute, jetzt haben wir den dritten Kessel erreicht auf ca. 1500 Meter. Wer mag, macht hier eine erste kleine Brotzeit, eine kleine Rast und genießt auf jeden Fall schon mal die tolle Aussicht. Weil im Prinzip sehen wir von hier aus schon mal unsere Tour.
zwischen den Bäumen hier, Moment, da zwischen den Bäumen, so in diese Richtung bewegen wir uns jetzt Richtung Fellalmsattel. Man hat hier schon mal einen schönen Überblick über diese Rundtour. Ja, und dann gehen wir jetzt hier einfach mal weiter. Es ist jetzt übrigens schon bullig heiß hier oben. Das wird wahrscheinlich wieder ein Sonnenmassaker werden. Wartet, ich drehe mich mal ein bisschen um so. Sonst habt ihr nur ein schwarzes Bild. Ach, wartet, ich zeige euch noch kurz einen ersten schönen Ausblick. Und zwar auf den Wendelstein. Ja, ja, Leute, stark frequentierte Wanderwege sehen anders aus. Also ich denke, hier ist relativ Ruhe unterwegs. Auf der linken Seite dieses Kessels, des Dreitenkessels, sind wir jetzt gequert und von diesem Weg jetzt hier angekommen. Habe ich schon wieder Dreitan gesagt? Verzeiht mir Leute, das heißt natürlich Dreiten, aber ist so, wenn man schnell was daherratscht, dann sagt man mal schnell der Dreitan, aber wie gesagt der Dreiten. Also. Wir gehen dann natürlich auf den Dreiten. Geiles Wetter. Oberhalb der Fellalm, querend 10 Minuten durch den erfrischenden Wald. Und dann kommst du hier auf den Grat und bist quasi schwuppsdiwupps am kleinen Dreitan. Und genau deswegen nimmt man diesen kleinen viertelstündigen Abstecher zum Dreitan mit, wegen diesem gigantischen, saugeilen Ausblick. Hier unter uns Bayerisch Zell. Es ist sehr, sehr cool. Wir können Schliersee sehen wir jetzt leider nicht, der ist ein bisschen verdeckt. Aber vor uns sensationell der Wendelstein. Da links daneben der Breitenstein. Auf der Seite schauen wir einmal zum Sudelfeld Skigebiet und dem neuen großen Speicherbecken. Der kleine Dreitan ist 1723 Meter hoch. Hinter uns seht ihr das Spitzing Ostmassiv, also mit Alpspitz, mit der Rotwand und Benzing Jägerkamp. Genau. So ein ganzes Stück haben wir schon geschafft und es bleibt nach wie vor Steigcharakter. Ich denke eine Viertelstunde noch, dann sollte der Gipfel erreicht sein. So, nachdem wir den großen Dreiten mit 1852 Metern verlassen haben, folgen wir jetzt diesem Kamm auf das Unterberger Joch 1813 Meter und gehen dann rüber vom Unterberger Joch zum Steilner Joch
und da geht es dann später in unseren Abstieg runter. Da es hier auf dem Unterberger Joch keinen Gipfel gibt und das Stück, wie ihr seht, hier etwas gerade ist, kann man den genauen Gipfelpunkt jetzt nicht beschreiben, aber tendenziell hier so, wo wir jetzt gerade sind, sollte das Unterberger Joch markiert sein. Und nachdem wir diesen flachen Gipfel des Unterberger Jochs überschritten haben, geht es jetzt wieder tendenziell etwas bergab und da gehen wir jetzt rüber. So, noch ein letzter ganz kleiner Anstieg und das Steilner Joch ist erreicht. Ah ja, so, das Steilner Joch wäre erreicht. 1747 Meter. Ja, und jetzt gebt euch noch mal diesen geilen Rückblick, den wir jetzt gerade gegangen sind, vom großen Dreiten über das Unterberger Joch. Und ihr seht ja hier diese kleine Spur lang gehen, immer diesen Kamm lang. Und ja, Wahnsinn, dabei diese herrlich brutale Aussicht. Sensationelles Wetter. Ja, hier unten auf den Wiesen da, da sehen wir den Einstieg zum Dreiten Kessel. Das heißt, wir machen jetzt von hier oben so knappe 250 Höhenmeter runter. Ja, das Steilner Joch heißt Steilner Joch, weil es von dem Joch den Abstieg recht steil runter geht. An der Stelle sind dann auch Kraxeleien, Drahtseil versichert teilweise, werde ich meine Stöcke einpacken und schauen, dass ich da noch ein paar schöne Bilder runterbringe. Nachdem wir den Gipfel ein paar Meter verlassen haben, kommen wir jetzt an diesen Wegweiser. Der zeigt uns einmal schon, hier runter geht es zur Rosengasse, das ist unser Abstieg. Alternativ kann man in die andere Richtung aber auch zum Brünnstein gehen. Wie ihr seht, hier ausgeschildert Brünnsteinhaus. Ja. Das liegt dann aber, sieht man das da hinten, da auf der Wiese liegt das Brünnsteinhaus, da oben ist der Brünnstein. So, das steile Stück des Steilinger Jochs haben wir jetzt geschafft. Da sind wir jetzt runter. Ja, zwei Stellen waren ein bisschen zu kraxeln, aber das ist gar nicht so gefährlich, weil die sind versichert. Gefährlich ist wirklich eigentlich der ganze Steig runter zu. Er ist recht steil, mit Wurzeln und Felsen durchsetzt, sehr rutschig, sehr speckig. Also die Gefahr ist höher, dass man da permanent ausrutscht und sich bösartig verletzen kann. Ansonsten ist er doch recht technisch ungefährlich. Ich sag mal, er ist nicht ausgesetzt, und aber da müsste wirklich, lauft es konzentriert und langsam. Also das ist schmerzhaft, wenn es euch da legt. Ihr seht es, wir sind wieder am dritten Kessel. Und kommen jetzt hier an ein Hinweisschild wieder ran und da ist wieder alles ausgeschildert, genau, und wir gehen einfach jetzt hier rechts rüber, also da runter in die Richtung, und da kommen wir dann zu dem nächsten Kuhgatter Ausgang und da ist dann auch wieder die Rosengasse ausgeschildert.
An der Runde, an der Stelle schließt sich die Rundüberschreitung. Da, wo die zwei Bergfreunde stehen, geht es wieder runter. Das letzte Gatter haben wir jetzt gerade gequert. Und das ist ja wie gesagt dasselbe, wo wir heute Morgen eingestiegen sind in den Dreitenkessel. Und von da aus gehen wir jetzt hier exakt denselben Weg wieder zurück. So, dann hier mein Fazit an diese Tour. Eine wundervolle Bergwanderung. Und wenn sie die mitten also nachmacht, dann nimmt sie auf jeden Fall auch noch den kleinen Abstecher über den kleinen Dreitan mit, weil eine noch bombastischere Aussicht auf Bayerisch Schell und zum Mendelstein rüber bekommt ihr selten. Ist diese Tour für Anfänger und Familie geeignet? Eher weniger, nur bedingt würde ich sagen. Das ist schon eine eher anspruchsvolle Bergwanderung und mit über 10 bis 11 Kilometer. Das gesamte Terrain ist teilweise recht steil, recht rutschig und da brauchst du schon ein bisschen Erfahrung, hohe Trittsicherheit und schon ein bisschen Kondition. Aber wie gesagt, super, super Runde, tolle Aussichten. Optional könnt ihr natürlich auch diese Runde gehen, wenn ihr oben am Dreitenkessel an dieser Ausschilderung ankommt, nicht zur Fellalm, zum Fellalm-Sattel rüber zu gehen, sondern links gleich als erstes das Steilneujoch hochzugehen und diese Überschreitung andersrum machen, weil das Steilneujoch sich doch auf den Rückweg unangenehm läuft. Es ist doch recht steil, glitschig, speckige Felsen, bröselig, also wirklich du ständig läufst du Gefahr, da irgendwie wegzurutschen und dann vielleicht mit dem Steiß irgendeinen Spitzenstein mitzunehmen. Solche Stellen laufen sich aus der Erfahrung heraus hoch zu ist immer etwas angenehmer. Von daher kann man die Runde auch andersrum gehen. Auf der anderen Seite musst du natürlich vom großen Dreiten zur Fellalm-Sattel dann auch wieder einen Steig abgehen. Der ist aber nicht ganz so steil, nicht ganz so rutschig, fand ich, wie vom Steilner Joch. Aber das musst du selber wissen. Auf jeden Fall eine schöne Tour. Und ja, wenn es euch gefallen hat, einfach mal Daumen hoch oder ein Abo oder was weiß ich. Das ganze YouTube-Gedöns. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Ich nehme euch bei der nächsten Tour gern wieder mit. Und ihr wisst es, immer schön am Berg bleiben, Freunde. Also, Servus, habe die Ehre.